Endlich ist es soweit. Valheim Hearth and Home wurde veröffentlicht. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuerlichen Valheim-Informationsvideos, welches vor Spoilern nur so strotzen wird. Ich werde auf die aktuellsten Patch-Notes eingehen und wir sprechen über Dinge, die sich darüber hinaus im Spiel noch getan haben. Ja, und wenn ihr mögt, dann schaut euch doch gerne vorab oder hinterher noch meine weiteren Informationsvideos zu Valheim an, da würde ich mich sehr darüber freuen. Im Intro und bei den Hintergrundbildern, die ihr hier zu sehen bekommt, kann man schon einiges erkennen, was die neue Erweiterungen Hearth and Home oder auch Heim und Herd ausmachen, aber nun der Reihe nach. Wie der Name Hearth and Home bereits andeutet, geht es in dieser Erweiterung in einem Schwerpunkt um das Bauen und um das Kochen, aber nicht nur das, sondern insgesamt ist das Spiel um weitere Spieloptionen und Mechaniken erweitert worden, um Möbel, Gebäudeteile, Nahrung, Waffen und weitere Optimierungen. Und Coffee Steen hat sich hier einiges einfallen lassen, um auch auf die Community zu hören. So ist es zum Beispiel jetzt möglich, dass man Kartendaten mit Mitspielern teilt. Und es wird mehr Samen geben, um mehr Baumarten zu pflanzen. Unerwünschte Gegenstände können im sogenannten Zerstörer vernichtet werden und gezähmte Tiere können mit Namen versehen werden. Ja, nun aber im Detail zu den Patch Notes und dem, was uns in der neuen Erweiterung von Valheim geboten wird. Im Bereich der allgemeinen Verbesserungen wurden die Waffen neu ausbalanciert und das Blockiersystem wurde überarbeitet. Und so hat nun die maximale Trefferpunkteanzahl und die Ausdauer auch einen großen Anteil daran oder eine große Auswirkung auf die Fähigkeit, Angriffe zu blocken. Außerdem wurde in diesem Zusammenhang an der grafischen Benutzeroberfläche gearbeitet und wie bereits eingangs erwähnt, ist nun die Benennung gezähmter Kreaturen erforderlich. Die Empfindlichkeit der Steuerung kann eingestellt werden. Es gibt eine Auto-Pick-up-Schaltfläche, also hinsichtlich des automatischen Aufnehmens von Gegenständen, wenn man da drüber läuft. Es hat Änderungen gegeben an den Grafikeinstellungen, wo man nun ein bisschen mehr einstellen kann. Und gezähmte Kreaturen werden nun von der Friendly Fire-Einstellung beeinflusst. Bedeutet, man kann die Tiere nur noch verletzen, wenn dieses Friendly Fire eingeschaltet ist. Es sei denn, man benutzt das neu ins Spiel gekommene Schlachtermesser. Und ja, darüber hinaus hat es verschiedene Verbesserungen und Bugfixes gegeben, die ein bisschen was mit der Stabilität beispielsweise zu tun haben. Was hinsichtlich der Patch Notes auch interessant ist und was Coffee Steen Publishing bzw. als Entwickler Irongate immer so hält, ist, dass da zwar grundsätzlich mal alles drinsteht, was die neue Erweiterung erhält, aber auch nicht allzu sehr im Detail. Also selbst wenn man die sich durchliest, man immer noch gewisse Überraschungseffekte im Spiel hat. Und was das zum Beispiel sein könnte, da kommen wir etwas später nochmal dazu. Und wenn euch Valheim und solche Informationsvideos gefallen sollten, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und lasst mich doch auch gerne mal in den Kommentaren ganz speziell eure Meinung zu Hearth and Home wissen.
Im Bereich der Nahrung, der einen großen Teil des Updates ausmacht, hat es ein Rebalancing gegeben, was zum Beispiel bedeutet, dass sich einzelne Nahrungsmittel jetzt hauptsächlich oder speziell auf Ausdauer oder Gesundheit beziehen, um die Auswahl der Nahrungsmittel ein bisschen interessanter zu gestalten und nicht einfach nur einen Balken möglichst weit aufzufüllen. In dem Zusammenhang wurde die Benutzeroberfläche auch ein bisschen angepasst, um das besser anzuzeigen und die Zusammenhänge zwischen den Nahrungsmitteln aufzuzeigen. In diesem Zusammenhang wurden zum aktuellen Stand, soweit mir bekannt, 12 neue Lebensmittel in das Spiel eingeführt. Freilich haben nicht nur neue Lebensmittel in das Spiel Einzug gehalten, sondern auch neue Gegenstände und Updates in der Welt. Das sind hier zum einen die neuen Waffen, die neuen Waffeln hätte ich beinahe gesagt, die neuen Waffen, und zwar eine Kristallstreitaxt und ein Silbermesser. Dazu kommen neue Schilde, dort ein Knochenturmschild und der sogenannte eiserne Buckler, ein Schlachtermesser, was eine Spezialwaffe zum Schlachten von gezähmten Tieren darstellt, der sogenannte Donnerstein, vielleicht auch Feuerstein, der vom Händler verkauft wird, und Loks-Zubehör. Wozu das Loks-Zubehör ist, da kommen wir dann gleich nochmal dazu. Und in dem Zusammenhang haben gezähmte Loks jetzt einen Zweck. Ja, in der Welt, was ist noch dazu gekommen? Schleimige Orte und Kreaturen in den Ebenen und neue pflanzbare Samen, im Speziellen hier Birken, Eichen und Zwiebeln. Ja, und hier sehen wir den neuen Zweck der Loks. Die können nämlich, wenn sie gezähmt sind, mit Zaumzeug versehen und als Reittier genutzt werden. Eine ganz tolle Sache, die sich hier viele Spieler gewünscht haben. Und die Loks können nicht nur an Land geritten, sondern auch im Wasser verwendet werden, was allerdings eine ganze Menge Ausdauer kostet. Auch neu in das Spiel eingeführt sind sogenannte Teergruben. Und die Teergruben bringen offensichtlich ein gewisses Eigenleben mit sich. Und wofür ist der Teer gut? Soweit ich weiß, beispielsweise zur Herstellung von dunklem Holz. Alles andere schaut euch doch gerne mal selber im Spiel an, wenn ihr mögt. Und wenn ihr nicht alleine spielen wollt, dann schaut doch auch gerne mal auf discord.jasondux.de vorbei. Neben vielen netten Spielern wird hier auch ein hauseigener Community-Server geboten. Mit der größte, wenn nicht sogar der größte Teil der neuen Erweiterung betrifft die Gebäude und die Art zu bauen. Die Positionierung soll nun viel genauer möglich sein, als das in der Vergangenheit der Fall war oder vielleicht auch nur mit Valheim Plus, einer Mod, möglich gewesen ist. Und auch hier wurde Spielerfeedback aufgegriffen. Ja, und was ist nun im Detail dazugekommen bei den Gebäuden? Zum Beispiel neue Dunkelholz-Gebäudeteile wie Schindeldächer, Balken, Dekorationen und noch einiges mehr. Hinzu kommen neue Möbeltypen, zum Beispiel ein mächtiger Steinthron und ein sogenannter dampfender Wikinger-Badezuber, was nicht mehr und nicht weniger ist als ein zünftiger Wikinger Whirlpool. Daher freue ich mich schon sehr darauf, meinen ersten Met im heißen Blubberwasser zusammen mit Kameraden zu genießen. Ja, was gibt's noch? In aller Kürze, es wird Kristallwände geben, es wird neue Arten von Stapeln geben, um Schätze und Ressourcen zu präsentieren, also dass man sich hier Troll- oder Zwergenmäßig eine Schatzhöhle einrichten kann. Es wird Verbesserungen am oder es gibt Verbesserungen am Kessel. Dazu gehören ein Gewürzregal, ein Fleischertisch sowie Töpfe und Pfannen. Darüber hinaus wird es weitere baubare Gegenstände geben, wie zum Beispiel den Kartografietisch, der dazu erforderlich sein wird, um Kartendaten mit anderen Spielern auszutauschen, einen Backofen zum Backen von Brot und Kuchen, dann den sogenannten Obliterator oder auch Zerstörer, der zum Entfernen bzw. Vernichten von Gegenständen erforderlich ist, und eine Kochstation aus Eisen, die zum Kochen bestimmter Fleischsorten erforderlich ist. Es gibt eine ganze Menge zu tun, also packen wir es an. Und wenn ihr keine weiteren Valheim-Inhalte verpassen wollt, dann abonniert auch gerne diesen Kanal und klingelt das Glöckchen, damit ihr eine dementsprechende Push-Benachrichtigung bekommt, wenn es soweit ist.
Und bis es soweit ist, werft doch auch gerne mal einen Blick auf meine anderen Valheim-Videos, wenn ihr mögt. Bis hierhin bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.